Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, ich hatte gerade ein paar Schwierigkeiten mit meiner Aufnahme. Warum auch immer. Also irgendwie hat sich das Spiel immer wieder aufgehangen. Sehr eigenartig. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Falltür. Die ich aber, wie es scheint, nicht öffnen kann. Warum gibt es sie? Dafür muss es einen Grund geben. Hier ist niemand, da ist niemand, da ist niemand. Hier ist ein absolut nichts. Okay. Dann gehen wir mal jetzt nach oben. Muss erstmal wieder ein Stück hier hingehen. Ja. Yeah. So. Jobbis. Caleb. Ich hab dich gesehen. Mhm. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Ich war einmal ein Alp. Ist das etwa Grund genug, um in die Stadt gelassen zu werden? Das ist mehr als traurig. Deine Artgenossen findest du weiter hinten in der Stadt. Geh, vergnüg dich mit denen, aber mach es dir nicht zu gemütlich. Lange wirst du nicht bleiben. Und jetzt sprich, was willst du von mir, Alp? Einiges. Wer bist du? Ich bin Caleb, quasi der Anführer der Berserker hier in Abessa. Ich kümmere mich um alle Angelegenheiten, die Berserker hier als Gemeinschaft betreffen, seit wir uns von Goliath abgespaltet haben. Ihr gehört nicht mehr zu den Berserkern in Edan? So ist es. Keiner von uns kann je wieder dorthin zurückkehren. Oder wir landen ohne Umweg direkt im Tal. Wir sind Verbannte oder welche, die freiwillig gegangen sind. Ursprünglich wurden wir hergeschickt, um ein Weltenherz zu pflanzen und dieses Gebiet in Edan einzuführen. Aber es gab Streit zwischen Goliath und Abessa. Das auszuführen würde jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall läuft es jetzt so, dass wir uns um unsere eigenen Belange kümmern. Scheiß auf Goliath. Was hast du gegen die Separatisten? Ihr verdammten Alps kommt hierher. In unsere Stadt. Schlimmer sind nur die Outlaws. Draußen bekriegen wir euch und hier drinnen seid ihr unsere besten Freunde. Wenn wir Berserker wüssten, wo ihr eigentlich herkommt, würden wir persönlich dafür sorgen, dass ihr wieder dorthin abhaut. Ihr könnt mir so viel erzählen, wie ihr wollt, dass wir die gleichen Ziele oder den gleichen Feind hätten. Ich glaube euch kein Wort. Wir wären besser dran, wenn man euch aus der Stadt schmeißen würde. Du willst alle Separatisten aus der Stadt schmeißen lassen? Ganz richtig gehört. Und wir haben bereits damit begonnen. Auch du wirst nicht lange hier bleiben. Warte mal. Mir kommt da eine Idee. Ich könnte tatsächlich einen Alp gebrauchen. Ich weiß, ich habe dich ganz schön angekackt. Aber ich hätte dir einen Vorschlag zu unterbreiten. Du scheinst mehr Mensch zu sein als die anderen Separatisten hier in der Stadt. Wärst du bereit, dir deine Menschlichkeit zurückzuverdienen? Ich bin, wer ich bin und ich stehe dazu. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Also pass auf. Das Wort eines Alps in dieser Sache könnte den Ausschlag geben. Die Separatisten aus der Stadt zu schmeißen, was? Ist nicht ganz einfach. Wir haben einen Augenzeugen, der einige der Separatisten gesehen hat, wie sie mit den Alps Informationen ausgetauscht haben. Wer ist der Augenzeuge? Der Berserker York hat gesehen, wie der Separatist Fenk sich mit einem Alp vor der Stadt getroffen hat. Vermutlich, um Informationen über die Kuppel auszutauschen. York ist leider unser einziger Augenzeuge, der Fenk gesehen hat. Und jetzt sagt er plötzlich, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob es wirklich ein Alp aus Xakor war, mit dem er Fenk gesehen hat. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass York sich entweder erinnert, dass er dort einen Alp gesehen hat, oder ich sorge dafür, dass er sich nie wieder an etwas erinnert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Natürlich dafür sorgen, dass York nicht redet. Könnte es sein, dass York sich tatsächlich irrt?
Könnte es sein, dass York sich tatsächlich irrt? Niemals. Diesen Alps ist nicht zu trauen. Separatisten hin oder her. Früher oder später werden sie uns hintergehen. Hm. Ich sage dir, die Sache hier ist erst der Anfang. Ich mache erstmal Ende. Berserkerin. Was haben wir hier? Ist eine ganz normale Hütte. Ein bisschen ganz einfacher Berserker. Das ist wahrscheinlich auch nur eine ganz normale Hütte. Das sieht aus wie die Taverne. Ich sag jetzt mal Taverne. Hier ist nichts. Das ist York. Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so, ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war. Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hier bleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben. Aber Caleb weiß, was er tut und ich tue, was er sagt. Oh, Caleb, ey, wenn ich das immer schon höre. Caleb, Mann, bitte. Ich komme von Fank. Ich habe diesen Alps nichts zu sagen. Die ganze Sache mit Caleb und Fank nervt mich. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Erzähl mir deine Version der Geschichte. Eins vorneweg. Ich habe es satt, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich habe Caleb im Vertrauen erzählt, dass ich Fank zusammen mit einem Alp außerhalb der Stadt gesehen habe. Es könnte auch ein Separatist gewesen sein. Sicher bin ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen, aber Caleb hat beschlossen, die Geschichte an die Kleriker weiterzugeben. Er hat mich gezwungen, auszusagen, dass der Alp, mit dem sich Fank getroffen hatte, ein Alp aus Xarkor war. Das wäre ja auch möglich, oder etwa nicht? Wegen der Sache mit den Separatisten. Hast du eine Idee, was ich tun sollte? Geh zu den Klerikern und sag, dass du dich geirrt hast. Für Fank entscheiden. Ich sollte zuerst noch mit Kel sprechen. Nö, für Fank entscheiden, definitiv. Geh zu den Klerikern und sag, dass du dich geirrt hast. Kann ich nicht machen, dann bekomme ich von Caleb den Arsch aufgerissen. Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob Fank nicht tatsächlich etwas im Schilde führt. Was, wenn er doch ein Spitzel der Alps ist? Ich habe mit Fank gesprochen, er ist kein Spitzel. Ich war selbst ein Alp, aber jetzt nicht mehr. Du solltest dich nicht von Caleb einschüchtern lassen. Du solltest dich nicht von Caleb einschüchtern lassen. Du hast recht. Schon seit meinen Tagen in Goliath habe ich mich von ihm herumschubsen lassen. Immer bin ich nur den anderen hinterhergelaufen und habe getan, was mir gesagt wurde. Ich habe schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei Calebs Plan gehabt. Ich werde zu den Klerikern gehen und aussagen, dass die Alps unschuldig sind. Es ist beschlossen. Ich gehe zu den Klerikern und stelle die Sache richtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand wegen mir aus der Stadt geschmissen wird. Seltsam. Ach, sei ruhig. Ich habe mich jetzt entschieden. Gehe ich jetzt mal zu ihm? Du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass York ausgesagt hat. Mhm. Ich wusste es. Einem verkackten Alp wie dir ist nicht zu trauen. Wenn wir hier alle untergehen, ist es deine Schuld. Und jetzt verpiss dich. Yep. Caleb ärgert das. Wir gehen mal eben zu unserem Kumpel. Also zu Fank. Alle kann ich nicht leiden. Ihr dürft in der Stadt bleiben. Du hast es also geschafft, dass York seine Lüge bei den Klerikern zugibt. Das ist gut und gerecht. Das System der Kleriker scheint zu funktionieren. Dafür, dass du mir ein wenig Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben hast, will ich dir etwas geben.
Ich hoffe, das ist angemessen. Das ist die Hälfte meiner Wochenration. Gut. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Jetzt muss ich nochmal in die Kneipe. Oh, wer ist das denn? Ach so, Stadtwachen. Guck mal, gerade ziemlich spät. Das hier sieht aus wie die Kneipe. Früher oder später musste das ja passieren. Ach was. Warum kann ich den nicht... Guck mal, der wird... Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Nicht schon wieder. Boah. Ich will damit nichts zu tun haben. Jeden aus. Wenn du die es Keller können sich auf der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich selbst bediene? Schuld. Ich mecker ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Du sympathisierst mit ihnen? Die Scheiße wird so, zum so. Beschissenen. Ich sympathisiere mit niemandem. Sie sollte wirklich ich mache nicht einfach immer nur so meinen viel Job. Reden. Du überlegst es dir besser noch einmal. Sonst... Ich weiß auch sonst nicht. Was? Ein falsches Wort und die Kleriker schmeißen dich aus der Stadt. Also gib ich Ruhe. Will damit nichts die zu Sache tun haben. Ist noch nicht vom Tisch. Ich komm wieder. Dann mach das. Und bring zur Abwechslung Splitter mit. Ich bin es leid, ständig anschreiben das zu lassen. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Hey Junge, ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Socken? Egal was es ist, ich habe, was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Ich habe deinen Streit mit Brabak mitbekommen. Ach, vergiss den Kerl. Jede Stadt hat einen Kerl von seinem Schlag. Solche Typen muss man einfach ignorieren. Also, wenn ich etwas für dich tun kann, gib Bescheid. Irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Schotten hier dicht sind, kriege ich von draußen nur noch wenig mit. Aber die Zukunft der Kuppelstadt ist wohl eh das einzige Thema, das die Leute interessiert. Jahrelang ging ja alles gut. Aber jetzt brodelt es gewaltig. Ich will nicht sagen, dass es allein die Schuld der Kleriker ist. Denn die Outlaws sind auch keine Unschuldslämmer. Aber trotzdem sollte man sich nicht die Laune vermiesen lassen. Wie läuft das Geschäft? Jetzt? Wo fast jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben. Aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann. Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt. Solange er sich an die Regeln hält. Aber sag mal, willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun? Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Aha. Die meisten versuchen, aus deiner Situation Kapital zu schlagen, richtig? Aller Achtung. Du besitzt einen scharfen Verstand. Weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn man etwas von denen nimmt, die zu viel haben. Aber wenn du diejenigen, die nichts haben, auch noch übers Ohr hauen willst, dann geht mir das gegen den Strich. Lass uns handeln. Okay, Waffen, die haben alle nichts. Kleiner Heiltrank, oh. Das war's wert. Ich hab wieder Heiltränke. Ach, ich kann ich eigentlich noch hier? Ja, ich kann eigentlich. Guck mal hier. Ich weiß, ich kann das ja auch für mich benutzen, aber. Was soll's? Wenn du das sagst. Hier kriege ich ja anscheinend sowieso keine, Echt jetzt? Keine Rüstung oder sowas her. Ich hab zumindest wird zum Beschissen. Keinen Schmied gefunden. Och, so wird das nicht. Du bist besser gleich verschwunden. Oh ja, ist ja gut. Endlich habe ich meine Ruhe. Oh mein Gott. Wie die Alte abgeht, ey. Mich hört ja keiner. Babak.
Riley. Lass uns handeln. Alles klar. Ach, der Riley, nee. Habe ich denn jetzt hier jeden gefunden? Da war ich, da war ich, da war ich. Ich war überall eigentlich. Ja. Hey, du hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteranen. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Anstatt zu betteln, wäre der Einsatz von Körperkraft eine sinnvolle Alternative. Ohne die richtige Ausstattung vertraut mir niemand einen Posten an. Komm schon, hab ein Herz. Nur ein paar Splitter, ja? Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Erzähl mir etwas über die Stadt. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Nordteil der Stadt meiden. Da hängen ein paar wirklich schräge Vögel rum. Im Westteil sieht es da schon anders aus. Aber da läufst du Gefahr, dass dir die Kleriker in den Ohren liegen. Der Süden der Stadt ist recht ruhig. Da passiert für gewöhnlich nicht viel. Und solltest du vorhaben, hier und da etwas einzustecken, kann ich nur davon abraten. Alois ist auf Diebe nicht gut zu sprechen. Das wäre dann auch alles, was du wissen solltest. Fantastisch. Fantastisch. Schön. Ach. Man kann hier wirklich nichts kaufen, ne? Ich habe hier Riley, da konnte ich was kaufen. Ich habe hier Vito. Bei Naira, Handwerkslehrer. Oh. Ja, da muss ich da wohl nochmal hin. Handwerkslehrer. Oh, Handwerk. Oh. Guck mal da oben. Naira. Ist die hier drin? Ne, die kann. Oh. Hehe. Ein paar Mal schnell eingesteckt. Kenn ich nicht. Ach, das ist dieser Brabak. Ah, komm, wir speichern das mal eben ab. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Sieg über die Alps? Wovon redest du da? Na, der bevorstehende Sieg. Oder traust du ihn uns nicht zu? Sag jetzt ja nichts Falsches. Wenn du dich betrinkst, wirst du gar nichts gewinnen. Sicher. Was immer du meinst, ja, komm mal. Sicher. Was immer du meinst. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund. Auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Nein, ich habe Aufschneidern wie dir gezeigt, wo es lang geht. Die Eier muss einer erstmal haben, mir so gegenüberzutreten. Damit hast du dir etwas zum Nachspülen verdient. Hier! Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt sag bloß, dieser Jammerlappen Riley lag dir in den Ohren und hat sich das Maul über mich zerrissen. Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt,
würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Moment mal, du willst mich ja wohl verarschen, ja? Selbst wenn eine Frau mit vielen Typen ins Bett steigt, ja, ist das noch lange nicht ein Grund dafür, dass sie wirklich auch jeden ranlassen muss. Und sie hat ihn nicht rangelassen und dann hat er sie dann einfach umgebracht. Ja, klar, logisch. Das geht ja gar nicht. Dir mangelt es an Respekt. Ja. Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Du willst nicht zu Verstand kommen, oder? Du willst nicht zu Verstand kommen, oder? Ich sag dir jetzt mal was. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Oh. Unangebracht. Ja, es ist unangebracht. Und? Der ist jetzt bewusstlos. Ist der Kampf vorbei? Ja. Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger erspare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Verdient hat er das nicht. Ach, seid ruhig. Natürlich hat er das verdient. Ich fand das sogar, dass er das zu 100% verdient. Ich verstehe nicht, warum ich hier nichts zum Kaufen habe, Riley. Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Ich dachte, ich habe gerade meinen Hund gehört. Dass er wieder schlecht träumt oder so. Ich sag ja, nach der OP, der hat so Albträume, dann jammert der ein bisschen lauter. Armer Schatz, der. Erledigt, erledigt, erledigt. Ach ja, genau. Ich wollte zu Naira gehen. Ba, ba, ba. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was hast du denn? Schlösser knacken. Wir können Schlösser knacken. Ich habe nur einen Lernpunkt. Waffen aufrüsten habe ich schon. Goldschmied, Sockel, Chemie. Chemie ist, chemische Substanzen und Tränke herzustellen. Ja. Kann ich überhaupt? Ja, ich habe 10 Punkte. Ich mach mal ein bisschen hoch, brauche ich ja sowieso mal. Bring mir etwas bei. Natürlich. Jetzt müsste ich, man klaut nur zweimal, hä? Man klaut nur zweimal, erlaubt ihr beim Taschendiebstahl einen weiteren Gegenstand? Achso. Chemie, nein. Jetzt füllen wir 5 und 2. Jetzt füllen wir 5, nein. Kotzt mich jetzt an. So, dann gucken wir uns jetzt mal. Warum hat die hier, wo kommt es? Natur, ich sollte sie dazu bringen, meine Waffen fürchten zu werden. Was? Was? Mhm.
Wir haben hier was mit Kaya. Kaya wartet. Okay, auserwählt. Elix ist alles. Jeder will es, jeder braucht es. Es hat uns alle in seinen Fängen. Es birgt viele Geheimnisse. Warum ist es hier? Woher kommt es? Was ist seine Natur? Ich habe diese Dinge bisher einfach akzeptiert. Doch jetzt ist alles anders. Es steckt mehr dahinter und ich will es herausfinden. Es muss doch jemanden geben, der sich die gleichen Fragen stellt und die Antworten schon näher ist, als ich es bin. Kaya, eine Kampfmagierin. Der Berserker hat großes Potenzial. Sie scheint vieles über die Natur des Elix zu wissen. Sollte sie dazu gewinnen, meine Waffengefährtin zu werden. Vor den Toren der Stadt machen wir... sollen wir das jetzt erstmal machen oder... Hi, warte vor dem Relikt von Abessa auf mich. Ich sollte sie dort aufsuchen. Ja, machen wir erstmal. Machen wir erstmal. Ja, Hund geht's gut. Oh. Macht mich fertig, den armen Schatz. Was war das denn? Achso, hier raus, genau. Wo warst du so lange? Entschuldigung. Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werd's versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Ja, wie geht's dir? Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Wir können jetzt sie mitnehmen und ihn, also und Falk, meine ich. Ich muss mal lernen, die Leute beim Namen zu nennen. Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Sehr gut. Oh. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Falk ist nicht da. Okay, ja.
Gut, ich werde das mal machen. Ach nö. Was? So viele? Ist das ihr beschissener Ernst? Okay, Leute, ich muss Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und speichere jetzt schon direkt.